So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind hier in Bad Liebenstein. Wir wollen jetzt gleich was essen. Da vorne haben wir nicht einen Dönermann gesehen. Aber guckt euch doch mal diese Aussicht an. Hier ist eine Brücke, ne? Da ist ein Teich, wie auch immer. Da sind eigentlich überall Enten drin, die sieht man jetzt vielleicht nicht. Hier ist das Kolosseum aufgebaut. Das sieht auch richtig stark aus. Und alles Wiese, alles Natur, alles richtig genial. Überall sitzen Leute hin und her. Das sieht aus wie beim GoFest in Berlin, wo man über die Brücke laufen konnte, weil überall innen drin immer nur See war und Gewässer und Teiche. Ich finde es auf jeden Fall hier richtig genial. Hier mal Pokémon zocken, wäre bestimmt richtig nice. Aber wir haben Hunger und deswegen gehen wir jetzt mal kurz davor zum Dönermann und zeigen euch mal, welcher Dönermann das ist in Bad Liebenstein. Müssen wir mal gucken, wenn wir ganz leise sind und die einfach hier vorbeilaufen, dann kann man die nämlich aufnehmen, wie die einfach so neben einem laufen. Guck mal, wie die guckt. Guck mal, Ende, guck mal. Das ist aber nett. Okay. Alter, eine Invasion. So, wir sind jetzt hier beim Döner angekommen und das ist, ich zeig's euch mal kurz, Antep Grillhaus. Das ist der Eingang, ne? Das ist ein Kind, das dürfen wir nicht filmen. Das ist das Logo hier vom Antep Grillhaus. Sieht man das, wenn man sich daneben steht? Antep Grillhaus. Sieht eigentlich ganz cool aus, ist auch hier mitten an der Hauptstraße so. Ist alles hier verglast. Sieht also richtig edel aus. Aber hier werde ich keinen Döner essen, weil Döner gibt es ja überall. Ich habe schon gesehen vorhin an der Karte, hier gibt es Chili Pizza. Aber dazu kommen wir jetzt. Was ist denn da schon wieder los? Ja? So, wir haben uns einen Platz gesucht, natürlich am Fenster, weil jede Mauer hier ist ein Fenster, ne? Ich kann das immer ganz kurz rumdrehen, nur mal kurz so zeigen. Das sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Das ist die Karte, so sieht die Karte aus in Bad Liebenstein. Hier gibt es Pizza, hier gibt es Burger, vor allem habe ich gesehen, hier gibt es Chili Cheeseburger und sogar Chili Chicken Burger. Ich habe noch nie Chili Chicken Burger gesehen, Chili Cheese überall. Gibt natürlich auch noch viele andere Sachen und hier vorne gibt es auch Jumbo Döner, aber Jumbo Döner findest du auch überall. Deswegen möchte ich heute mal die Pizza Chili, also die Chili Pizza probieren mit Fleischsoße, Käse, Ei, Knoblauch, Chili, Dönerfleisch und Jalapenos. Natürlich nur eine kleine, weil wir müssen ja auf Figur achten, ne? Und hier gibt es auch Getränke, habe ich gerade gesehen. Ich habe natürlich nichts, weil, ja. Pupsi, darf ich dann mal von dir einen Schluck nehmen? So, und jetzt kommt die Chili-Pizza. So, das Essen ist auch schon da. Da können wir euch mal kurz hier zeigen, was es sonst noch so gibt. Dönerfleisch mit Pommes. Angeblich schmeckt das richtig gut. Das ist die Tischdeko, die sieht auch richtig gut aus. Das ist der Hannes. Der Hannes ist auch dabei. Der hat hier Salami-Pizza mit Ananas. Finde ich richtig gute Kombination, müsst ihr mal probieren. Guckt mal, wie man das probiert. Und das ist die Chili-Pizza. Man sieht deutlich die Jalapenos. Da ist Käse drauf, den Rest habe ich schon wieder vergessen. Dönerfleisch am Start. Sieht aber auf jeden Fall richtig vernünftig aus. Deswegen stellen wir euch jetzt mal hier vorne hin. Heben das mal hier rein. Gucken, ob das gut aussieht. Die Belichtung ist komisch. Ich glaube, das Thumbnail muss auf jeden Fall so aussehen, dass man das wirklich sieht, denn das sieht einladend aus. Dann machen wir uns jetzt mal ein Stück ab. Wir sind ja schon erwachsen, wir können... Och nö, die ist nicht geschnitten. Der Assistent gibt mir schon die Gabel. Die ist gar nicht geschnitten, wie man das so kennt. Deswegen nehmen wir einfach mal hier was raus. Schneiden die jetzt selber. Ich weiß gar nicht, was ich abschneiden soll. So, da ist jetzt ein Stück, da ist aber noch kein Jalapeno mit dran. Ich bin mal gespannt, ob die scharf ist oder ob man die auch extra scharf noch bestellen kann. Hier stehen noch irgendwelche Gewürze noch rum. Der Boden ist auf jeden Fall luftig und knusprig und sieht gut aus, sieht nicht so frampfig aus. Also ich würde nicht sagen, dass die brutal mega scharf ist, aber die hat auf jeden Fall eine richtig interessante Würzung, einen richtig interessanten Geschmack.
Die ist auch super saftig, wenn ihr hier jetzt guckt. Da sind jetzt lauter Jalapenos drauf. Der Boden ist richtig genial. Der Geschmack ist gut, die ist nicht so trocken, die ist nicht so stopfig, wie ich immer sage. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich dieses Stück mit den ganzen Jalapenos noch nehme, wie das jetzt mundet. Ich habe noch nie so einen tollen Pizzageschmack erlebt. Wir haben ja bei uns in Hildburghausen Pizzen, die können sie scharf machen, sonst was. Das schmeckt alles wie Knüppel auf dem Kopf und dann ist es halt scharf. Aber auch hier, das ist auch richtig schön käsig. Das ist wie eine Chili-Cheese-Pizza. So kommt mir das schon richtig vor. Nicht nur eine Chili-Pizza, eine Chili-Cheese-Pizza. Die Jalapenos alle dabei, einzeln. Er wurde nicht mit gegeizt. Finde ich richtig genial. Kann ich also empfehlen. Wenn ihr mal in Bad Diebenstein seid, kommt mal her, esst hier mal einen Döner und mal gucken, vielleicht kann man noch mal wiederkommen. Ich würde nämlich gerne den Chili Cheeseburger oder den Chili Chicken Burger mal probieren und vielleicht auch mal so einen Jumbo Döner, wie ein gewöhnlicher Döner hier schmeckt. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So ohne Spaß. Das war wirklich eine richtig geniale Pizza. Die war wirklich richtig stark. In der Mitte gab es sogar noch Ei. Und auch die Salami. Die Salami-Ananas-Pizza war auch richtig genial. Und deswegen gibt es zum Abschluss jetzt hier noch Eis. Guck mal, da steht nur Eisdüde rum. Wir sind nämlich hier noch beim Polarstern-Eiscafé. Und hier ist die Soft-Eis-Bar vom Polarstern. Wenn ihr das kennt, Bad Liebenstein ist, glaube ich, auch... Ist, glaube ich, auch ganz bekannt oder so, deswegen, wenn ihr in der Nähe seid, Döner essen, Eis hinterher, alles rein in den Schlund. Auf dem Tisch standen auch Gewürze, ich habe mir da schön viel Chili noch drauf. Richtig genial. Nee, muss ich nicht filmen. Das war's. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Keine Sorge, ich film's nicht. Nochmal Kirsch und dann nochmal blau? Ja. Oder halb halb? Und da nochmal blau. Passt nicht mehr viel, aber... Toll! Keiner will grün. Aber grün... grün noch alles. Grün ist doch Waldmeister. Wow, stopp! Ja, gib mir mal deinen Deckel. Deckel, da. Das sieht aber schön aus. Am besten beim nächsten Mal legen wir sie unten drunter und kippen sie über sie drüber und dann hat sie gleich alle. So, bitteschön. Lass es schmecken. Tschüss, durch die Zaubertür.